wir bleiben bei der positiven Seite. Ich glaube, die Lukas Günther hat so gut das Spiel gemacht hat als Innenverteidiger. Dann haben wir für Hertha BSC bestimmt laut Transfermarkt 2 Millionen Euro plus gemacht haben. Das ist gut, weil das war überraschend gute Leistung von ihm. Und dann Maximilian Mittelstädt als Sechser hat auch sehr gut funktioniert. Das ist auch gut für sein eigenes Image und für sein eigenes Spielerprofil. Das ist was Positives. Und die alle andere Sache, da sind interne Sachen, das wird mit der Mannschaft angesprochen, wird Analyse geben, so wie immer. Und sonst, ich glaube, gestern haben wir den Maximum rausgeholt von der Reise. Ich muss sagen, ich spüre das nicht so, wie hier einige das bewertet, weil ich komme von der Fußballkabine, seit ich meine Welt kenne, ungefähr 3, 4, wo man erinnern kann, wo du so ganz klein warst. Und in meinem Leben, das ist ganz normal. Ich lebe nichts anderes. Ich habe gestern gut geschlafen. Meine Aufgabe, die Jungs zu schützen. Meine Aufgabe für Wochenende, für unsere Fans, was die verdient haben. Wir haben gute Fans, ja, auch die Fans gestern, auch im Flughafen. Die lieben sie uns, mögen sie uns. Nichts passiert, alles schön. Und das ist unsere Aufgabe und meine Aufgabe, dass die Wochenende ja, eine gute Mannschaft, eine Mannschaft mit Selbstvertrauen spielt und gewinnt gegen Hannover. Und das ist die einzige Aufgabe von mir. Die Rest, das ist Nebensache. Also ich glaube, das gestern hat man auch gespürt, ja, was wir abgesprochen haben. Sogar bei der Defensive, also man vorne verteidigen, Zweikampf führen, die haben sie gezögert. Und das muss ich jetzt die Woche hinkriegen, dass die Menschen auch in die Leben und auch in die Welt, wenn du zögerst, ja, dann schaffst du das nicht. Darf man nicht zögern, muss man Mut haben, muss man auch einiges Mal zum Risiko gehen. Auch Defensive, da gibt auch Risiko, dass ich zum Zweikampf nach vorwärts bewege. Und wir haben das ganze Woche geübt. Und trotzdem, ich glaube, die ersten 20 Minuten, vielleicht weil wir in dieser Konstellation noch nie gespielt haben, vielleicht weil einige Spieler ungewöhnte Positionen gespielt hat und musste man ein bisschen Sicherheit kriegen, weil nach 20 Minuten haben wir angefangen, ja, so wie die Zeit gegangen, haben wir immer besser harmoniert, die Mannschaft. Das ist das, was ich sage. Und ihr habt auch nicht zugehört. Winter 24 Punkte für Hertha BSC, eine Riesenzahl mit so vielen Verletzungen. Weil jetzt bei der Rückrunde siehst du, ja, wenn das noch Pech dazu kommt, wie wenig ist das? Ich weiß nicht, wie eure Welt ist, ja, aber in meiner Welt ist das, jedes Spiel ist ein Spiel, das nächste Spiel, gerade in dieser sogenannten Niemandsland. Und es gibt kein Niemandsland, weil das Ziel ist jetzt, ich habe auch aufgemalt für die Mannschaft, habe ich auch gezeigt, ja, das ist auch ein bisschen psychologisch steckt da drin, ja, Top 10, das sagen Top 9, sagt kein Mensch, ja, Top 10, das sagen sie seit Jahren. Und wir haben das immer geschafft, wenn wir den Durchschnitt sehen, ja, 6., 7., 10. Platz und dann nochmal würden wir 10. sein. Das ist für die Vereine sehr wichtig, weil das ist Geld, sehr viel Geldunterschied. Und für die Mannschaft machst du 2 Core Bundesliga Top 10, Bundesliga andere 10 oder 8, ja, dann ist das schon eine andere Mischung. Und ich glaube, mit der Motivation war gestern auch kein Problem. Die haben sie versucht und haben sie das gemacht. Aber da muss man auch sagen, gestern die Gegner war auch besser, auch die Qualität war besser. Also ich habe darüber mit ihm nicht gesprochen, ja, das habe ich für euch, für die Fans gesagt, ja. Wenn jemand das so sieht, ja, dann muss er Analyse machen, dann muss er sagen, welche Spieler hat er nicht weiterentwickelt und so weiter. Aber eins muss man feststellen, das ist ein Verein, wo die Nachwuchsspieler werden sie, ja, weitergebildet. Also und dadurch, wir machen einen riesen Job hier und ich habe noch von dem Manager nichts gehört, dass er unzufrieden mit mir. Ja, und dadurch, wenn das so ist, dann kann er das ruhig sagen, ja, und das auch alle anderen kann das sagen. Ich komme mit der richtigen Kritik sehr gut klar, sogar ich erwarte die ehrliche Kritik, nur die muss auch einige Dinge realistisch sein. Ja, und ich habe null Probleme, wenn einer sagt, Dardai hat Wochenende einen schlechten taktischen Spielplan ausgegeben, die Mannschaft taktisch schlecht ausgesehen hat und das war scheiße von Dardai, ja. Aber wenn jemand individuelle Fehler macht und dann sieht man, das gibt jede alte Klasse, jeder Spieler seiner, ja, wird verbessert, wird erfahren, ja. Und dann gibt es Sachen, wo ein Trainer nicht angreifen kann, ja. Nur die Geduld, das habe ich auch gestern gesagt bei der Sendung. Wenn einer das nicht versteht, ja, da habe ich 4 Weizenkorn. Weizenkorn heißt das? Ich habe 4 Stück, ja? Ich will mehrere haben. Welche Möglichkeit hast du? Schmeißt du zu den Boden, pflegst du, dann kommt 4 raus, dann hast du ungefähr 80 Stück. Nächstes Jahr schmeißt du das wieder raus, hast du dein LKW voll. Ja? Oder hast du 4 und dann sagst du, ich kaufe jetzt ein paar LKW. Also, das ist auch Hertha BSC, wenn einer das nicht versteht, sorry.
alle akzeptieren wir das, nur es gibt Menschen wahrscheinlich, dass die das, weiß ich nicht, nicht akzeptieren, nicht sehen. Und ich mache meinen Job mit Spaß. Ja, ich habe jeden Tag Spaß, hierher zu kommen, solange, dass ich die Vertrauen habe von den Spielern und auch von den Manager oder von den Präsident. Und wenn dieses Vertrauen ist nicht da, ich glaube, das ist auch bei eurem Job ist so, dann will man das hören. Und dann ist das, dann muss man dann zusammensetzen und reden. Und dadurch, ich genieße momentan noch hier Vertrauen. Und was von außen kommt, ja, weil ich nicht so viel lese, ich kriege das gar nichts mit, ihr kennt mich, ja. Liest das andere Menschen, was in die Zeitung steht. Und wenn etwas, Sache kommt, was nicht in Ordnung ist, das sage ich zu euch, ja. Und wenn etwas kommt, was mich nicht stört und irgendwie, das ist nur Manipulation, dann beschäftige damit nicht, Leute, wirklich. Und ich lasse mich auch nicht meine Laune irgendwie kaputt zu machen. Ich habe gestern sehr gut geschlafen. Heute habe ich mich sehr groß zum Kabine gekommen. Ich habe den Trainingsplatz aufgebaut. Ja, wir haben jetzt gerade gelacht mit den Jungs. Alles optimal. Die kriegen ein richtig gutes Training seit 4,5 Jahren. Ja, weil habe ich auch gehört, dass hier die Inhalt die gleiche. Ja, der Inhalt ist nicht die gleiche. Die Inhalt ist immer, wie die Gegner spielt. Die sind alles aufgebaut. Wir sind sehr stolz auf unser Training, weil hier 4,5 Jahre, ja, Top-Training gibt. Top-Training mit Schwerpunkt, nicht die gleiche Übung, immer anderes. Und wie können wir alle stolz sein? Die ganze Trainerstab, die ganze Fitnessabteilung bis zum U17, U19 und auch die U23, weil das, was wir hier gemacht haben, das ist einzigartig.